So, und hier stehe ich vom Rathaus. Hier geht es rein in die Fußgängerzone. Da ist eigentlich dieser Hauptplatz. Das hier, da steht wohl Casino drin. Das war mal auch ein Casino. Das war mal so der Wirbel von Maribor. So wurde das angepriesen. Also das ging ganz weit runter, die Treppen. Und da waren lauter so einarmige Banditen, so Spielautomaten. Da war ich damals mit meiner heute verstorbenen oder mit meiner verstorbenen Freundin, war ich damals drin. Und es ist mir in ewiger Erinnerung. Es war irgendwie klasse, obwohl ich nicht gespielt habe, weder einarmige Banditen noch an irgendeinem Roulette-Tisch. Meine Freundin damals aber schon, die ist eine kleine Spielernatur gewesen. Ich war das noch nie. Und hier, ich weiß nicht, was das für ein Denkmal sein soll. Da muss ich eigentlich mal fragen. Hier diese schönen Häuser, die alle so einander gebaut sind. Irgendwie ist das einfach, finde ich, ein toller Anblick. Das Rathaus. Jetzt gehe ich mal zu diesen Figuren. Ich weiß gar nicht, wer das sein soll, was es für eine Figur sein soll. Da muss ich auf jeden Fall mal fragen. Wenn ich das jetzt aufnehme, sagt mir das eigentlich gar nichts. Aber vielleicht die, wo Slowenisch können, können das damit anfangen, ich nicht. Und Martin ist gerade nicht da. Hier ist auch noch irgendwas. Aha. Im Jahre 1681 haben die Einwohner von Maribor zum Dank an das Ende der Pest in der Stadt ein Denkmal aus Holz aufgestellt. Die Pestsäule, 60 Jahre später, tauschte der Barockkünstler Josef Schraub die hölzernen gegen die festeren aus Sandstein gefertigten Figuren aus. Aha, jetzt wissen wir es also praktisch, ein Denkmal zum Ende der Pest. So, nun weiß ich das also auch. Wusste ich vorher noch nicht. So lernt man immer dazu, wenn man alleine unterwegs ist. Wenn ich nicht alleine unterwegs bin, läuft man nur so vorbei. So, und jetzt gehe ich runter an den Lend. Ich melde mich nochmal.